Ich bin hier in der Nähe von den Blauen Kreuzen. Das ist der Weg hier nach oben. Und ich bin hier mit einem ganz lieben Mann aus Österreich. Wie heißt du? Günther. Und du hast gesagt, du warst schon sehr oft in Medjugorje. Wie oft warst du schon hier? Also ich war das erste Mal so um 89, 90 vor dem Krieg. Da waren noch Slavko und die ganzen hat uns eine Führung gegeben. Das war sehr gut, aber das ist schon, weiß ich, über 30 Jahre her. Und dann auch ein Krieg. Und seit einigen Jahren bringen wir immer viele Gruppen herunter nach Medjugorje. Und ich fahre auch gerne selber. Und die Mutter Gottes ruft jeden Einzelnen. Da kommt keiner, sind alle von der Mutter Gottes gerufen. Und es ist der Beichtstuhl der Welt, von der ganzen, also überhaupt in den Ferien fällt mir auf, sind die ganzen, eigentlich der ganzen Welt die Katholiken da, junge Familien, der Katholizismus, das Christentum lebt, die sind mit Familie, Frau, Mann, die Kinder, junge Kinder sind da und die Anbetung, die Beichte, die Reinigung und ja, die Mutter Gottes mit ihren Botschaften, jetzt in unserer Zeit, seit Lourdes, ist sie viel bei uns und hier ist es live. Und ja, die ganze Atmosphäre, hier ist, wo der Himmel die Erde berührt. Es sind besondere Gnaden, was man spürt. Man kann wirklich gut beichten und einfach das Herz der Mutter Gottes schenken und dass sie mit uns wirklich das Leben bestimmt, dass man nicht die Götzen nachlaufen, das Geld und Reichtum, Ruhm etc., sondern dass man wirklich das Leben finden, das ewige Leben, für das, das uns Gott hier hergestellt hat, jeder in seinen Stand, dass man wirklich, wir leben, dass wir in den Himmel kommen. Das ist das Wichtigste, dass wir uns nicht versklaven lassen von der Sünde. Und hier hilft uns die Mutter Gottes, wie in allen Gnadenorten, Lourdes oder Fatima oder Batabio etc. Und dass wir dann die Kraft auch bekommen durch eine gute Beichte, das, was wir hier verwirklichen wollen, dass wir dann auch im Alltagsleben, im Alltag leben können und auch die Kraft haben, nicht, dass wir ein ganzes Jahr Pilger sind, sondern dass wir wirklich, wo wir hingestellt sind, zu Hause, in der Arbeit, in der Familie, wirklich das auch leben können, wie Gott das will und dass wir mit dem Herzen beten und dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann ist die Gnade offen, der Himmel, dann können wir hören, was der Heilige Geist uns Gott, Vater, Sohn und Heilige Geist und die Mutter Gottes sagen will, der Schutzengel, viel zum Schutzengel beten, dass sie uns führen können, weil wenn wir in die schwere Sünde fallen, sofort wieder beichten gehen, weil da hat dann natürlich der böse Feind Zugriff. Und dann kann uns der Schutzengel schwer helfen und da sind wir, hören wir die Gnade Gottes, dass wir zur Ruhe kommen, die Stille, dass wir die Gnade Gottes auch erfahren und dass wir das auch leben können und dass wir es auch durchstehen. Wow, ganz, ganz toll. Und was hat sich verändert? 89 kamst du her. Ja? Hat sich da viel verändert vom Geist her? Oder ist das alles ein Gleichgewicht? Es war natürlich gut, da ist noch, ich glaube, da hat mich der Bratislavsko, also war mit der Gruppe da und ich war noch ganz jung, bin runtergefahren mit dem Bus und da, glaube ich, hat er uns selber noch geführt, da war noch nichts fertig, war überhaupt nichts. Da sind erst hinter der Kirche mit Holz die Balken gebaut worden, wo jetzt die Anbetung immer ist. Es ist ganz frisch gebaut, da war er ganz stolz, hat uns das gezeigt, was er alles in Visionen hat und alles machen möchte. Und dann sind wir auch ins Kloster hinten gefahren, Brokoschia, glaube ich. Und das ist ewig her. Das war eigentlich eine Gnade. Und ja, und es war natürlich ein kleiner Ort, ne? Es war noch nicht so viel. Und es ist wichtig, dass man, die Mutter Gottes hat gesagt, sie werden nicht reich werden. Ich bin auch im Dienstleistungsreisebüro-Sektor tätig, aber es soll nicht wie Lourdes etc., es soll wirklich klein, fein und dass man zum Gebet herkommt. Dass man die Ruhe, dass man Heiligen Geist, nicht dass man den Trubel etc., ne? Das ist auch wichtig. Aber trotzdem, man fährt immer wieder gern her. Und was würdest du Leuten sagen, die Medjugorje nicht kennen, die nicht katholisch sind? Was ist Medjugorje? Was ist das? Der Beichtstuhl der Welt. Und für alle Menschen sind viele das erste Mal, sind auch Ungläubige oder einfach, da ist die Mutter Gottes anwesend und schenkt besondere Gnaden.
Und da kann man natürlich dann leicht sich bekehren, mhm, weil man einfach da einfach spezielle Gnaden bekommt. Hast du persönlich auch Gnaden erfahren? Ich bin in sehr vielen, weil wie ich Reisebüro und Busunternehmen habe und viele Wallfahrten mache, bin in sehr vielen Gnadenorten und da berührt der Himmel die Erde. Das sind spezielle Gnaden, aber man darf da nicht von einem ins andere hetzen. Man muss das dann im Alltag zu Hause verwirklichen. Das ist das Wichtige. Da leben, das ist klar. Aber Medjugorje ist ja, es ist die Zeit, wo die Mutter Gottes so oft erscheint, sie will uns ja helfen. Ja. Wir müssen unser Herz öffnen, oder? So ist es, mit Herzen beten, sagt sie immer. Ganz lieben Dank für das schöne Interview. Danke sehr.